Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth und dem Beagle. So, wir wollen zu irgendeinem Dorf, das hier ist. Das soll hier irgendwie so in der Nähe sein und das tun wir jetzt auch mal. Oh, da ist aber nichts drin. Okay. Okay, Saphir. Den hätte ich fast liegen gelassen. Ups. Was ist denn der richtige Weg? Ach du Scheiße, das ist eine völlig neue Region. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Wo ist mein Dings? Da hinten. Ja gut, dann kommen wir auf dem Weg hier eh vorbei, dann passt das. Ich nehme an, ich kann noch keine Chocobos rufen, weil ich noch keine Chocobos habe. Nein. Mal sehen, welche Farbe sie in dieser Region haben. Die Musik hier ist sehr schottisch. Catchy, also wirklich, es riecht mich auf. Erzähl uns was über Shinra. Das ist doch bestimmt geheime Infos. Geheime Infos habe ich nicht, aber mit Gerüchten kann ich dienen. Zum Beispiel? Momentan tratschen die Mitarbeiter vor allem über den Direktor. Zum Beispiel darüber, wer seinen schicken weißen Anzug designt hat. Tja, langweilig! Ich werde kämpfen. Ist mich. Ist das ein Frosch? Es ist aus. Und tschüss. Okay, wer hat sich da gerade in den Frosch verwandelt? Und tschüss. Was? Genug. Brauch mal kurz eine Pause. Bereit. Es geht los. Machen wir. Jetzt weiß ich ja, dass das meine Verbundenheit mit ihr absolut stärkt. Und jetzt werde ich das bis zum Erbrechen benutzen. Bei jedem Kampf, wo es auch nur ansatzweise möglich ist, weil ich daran nicht verrecke, werde ich das benutzen, um mit Tifa die Verbundenheit so richtig tief zu machen. Bis Cloud endlich mal zum Zug kommt. Der arme Mann hier, so schüchtern. 19 Jahre alt, noch mega schüchtern bei Frauen. Das ist so auch klassisch RPG-mäßig eigentlich. Oder ist Japaner, wie sie sich das vorstellen. Als hätte er mit 19 noch nie darüber nachgedacht, eine Frau zu haben. Was ein bisschen unrealistisch ist. Auch für einen Soldaten. Aber gut. Das ist einfach zu viel, Leute. Cloud! Chatley! Um den Funkturm von Gongaga herum gibt es einige Gebiete, die anscheinend durch irgendetwas abgeschirmt werden. Mir fällt nur ein Konzern ein, der die Technologie der Republik auf diese Weise umgehen kann. Shinra. Richtig. Wahrscheinlich konnte ich deshalb bislang rund um Gongaga noch keine Protosubstanz orten. Wir sollten dieses Gebiet auf jeden Fall genauer untersuchen. Ich schicke dir die Koordinaten der besagten Areale. Wer weiß, was uns erwartet. Also gib gut acht. Okay. Ich bin total abgeturnt. Ich muss jetzt mal gucken, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss irgendwo hier, sehr weit hier hin. Da komme ich ja aber da hier vorbei, ne? Also kann ich dann auch mal kurz die Lebensquelle hier mitnehmen? Oh shit, ich komme hier nirgendwo rauf. Ups. Wo laufe ich denn jetzt am besten lang? Die Gebiete werden immer umständlicher, bin ich ehrlich. Oh, hier könnte ein Schokobo bestimmt was schnuppern. Ich
ich renne irgendwie wieder zurück, ne? Ah, Orientierung ist auch einfach gar nichts für mich. Orientierungsbügel halt, ne? Das bin ich. Sind ja diese lustigen, Frosche, ne? Nicht übertreiben. Übernimm du. Hilfst du dir? Okay. Ah, super. Hilfst du dir? Okay. Das ist ziemlich cool, was er da mit seinem Shirt bei ihr macht. Hilfst du dir? Jetzt! Los! Jetzt nochmal. Zusammen! Okay. Bis gleich nochmal. Okay. Es füllt sich aber immer weiter auf. Es füllt sich auf, Leute. Hallo Relis. Relines. Oh Gott, ich hab sie gar nicht gesehen. Übernimm du. Und los! Und los. Zusammen! Los! Asche zu Asche, Staub zu Staub. So darf's weitergehen. So darf's weitergehen. Es klingt sehr orientalisch, obwohl es gar nicht so orientalisch ist, wenn wir mal ehrlich sind. So. Oh, was haben wir denn da? Sag mal her. Ja. Nichts überstürzt. Ich übernehme das. Danke. Ja. Komm. Okay. Ja, ich mache mich denn. Komm nicht hier davor. Nein, Red, du hast alles richtig gemacht. Ich wollte nur ein bisschen Ahnung hier. Zusammen! Ja. Jetzt! Hilf mir bitte! Oh, wo sind die Pflanzen, die aussehen wie alte Schuhe? Jetzt verdämpft das Gebet! Na gut, wenn das so ist. Okay. Nanu, hier wohnt jemand? An einem Ort wie diesem? Anscheinend. Wie romantisch. Leben im Einklang mit der Natur. Einfach und bescheiden. Ja, warum eigentlich nicht? Schon wieder. Die Umzug aufs Land. Aktionswochen. Vielleicht war der Entwurffehler. Hat keinen Zweck. Alles nochmal von vorn. Okay. Was wollt ihr denn? Bin gerade beschäftigt. Dein Arm. Das ist ja... Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz her. Ein Mehrzweckadapter als Verbindungsstück. Dann ist die Waffe also austauschbar. Alles voller Schrammen. Sag mal, du haust mit dem Ding wohl auch ordentlich zu, was? Naja, manchmal schon. Aber solch große Schockwirkungen halten doch die Knochen nicht aus. Oder doch? Hier, dieser Zylinder absorbiert die Stoßwirkung. Verrate mir bitte, wer das konstruiert hat. Ein alter Bekannter. Wo auch immer er jetzt sein mag. Warte mal kurz. Fertig. Oh, Verzeihung. Ich habe mich doch gar nicht vorgestellt. Iso lautet mein Name. Ich arbeite schon lange an der ultimativen Waffe. Bislang aber leider erfolglos. Doch mit deiner Hilfe sollte ich einen großen Schritt vorankommen. Diese Chance muss ich einfach nutzen. Hört mal. Könntet ihr mir einige Materialien aus der Umgebung beschaffen? Okay, wenn es nur um die Beschaffung von ein paar Materialien geht, helfen wir dir. Ich danke euch. Ich habe eine Karte mit Orten angefertigt, an denen es Materialien gibt. Sie liegt im Schuppen. Vergesst nicht, sie mitzunehmen. Okidoki, Schlüssel zum Schuppen erhalten. Gnade des Planeten. Habe ich, glaube ich, schon ein paar zu viele. Wo ist der Schuppen? Dass der sich so in meinen Arm verguckt hat. Die meisten Leute tun so, als sehen sie ihn nicht mal. Komischer Kauz. Ne? In der Tat. Wo ist denn der Schuppen? Oh, da hinten. Und ich bin auch zahmer geworden. Früher hätte ich den einfach angeschnauzt, ihm eine verpasst und fertig. Wieso früher? Weil alles, was vorbei ist, zu früh erzählt. Weil er das heute natürlich nicht mehr machen würde, Leute. Achso.
Warum? Darf ich? Nimm doch die Karte. Das ist sicher die Karte, von der Iso gesprochen hat. Na gut, dann lass uns das Zeug mal besorgen. Nee, sorry, aber wer bin ich denn? Wo? Da. Das kann er auch? Das kann er jetzt auf einmal auch? Ich hab Fragen. Guckt euch den Loot an. Guckt ihn nicht an. Danke, kleiner Vogel, für den reichen Segen an Loot. So. Das ist weg. Die haben hier nur zwei Lebensquellen. Na, immerhin. Warte, hat mich jetzt mega irritiert. Da unten. Aber mega viele Funktürme. Das ist ja der Wahnsinn. Naja. Ich werde das, glaube ich, auch alles eher nach dem Spiel machen, wenn ich da überhaupt Bock drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Ich muss hier raus und dann mal gucken, wie ich lang gehen muss. Ohne Chocobo ist hier ein bisschen doof. Bin ich ehrlich? Ich glaube, jetzt nähern wir uns. Die Zeit drängt. Ich zähle auf dich. Zeig's uns. Okay. Los zum Angriff! Zusammen! Oh, ich muss glaub ich gleich mal heilen. Los! Zusammen! Und los! Komm! Das war's dann wohl. Laut. Nee, nicht Heiltrank. Tiefer. Wett. Okay, weiter. Weiter. Idealerweise nicht an irgendeinem Ast hängen bleiben. Wäre schon cool. Keine Grundvoraussetzung, aber wäre schon nice. Nee, jetzt bin ich ja wieder hier, ne? Irritierend, irritierend, Leute. Ich bin irgendwie wieder in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Wir finden niemals zu dem Dorf mit mir. Ich bin einfach in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Okay, jetzt bleibe ich aber in der Richtung und hoffe, dass das stimmt. Hopefully that's it. Wir nähern uns, also es wird besser, also muss da ja was... Sag mal, Catchy. Ja? Du verrätst doch Shinra die ganze Zeit, wo wir sind, oder? Ich hab dich durchschaut. Siehst du? In Schwarze. Nein, nein, du irrst dich. Ich bin unschuldig.
Wer es glaubt, wird selig, du Shinra-Knecht. Würde mich nicht wundern, wenn an dir ein winziges Abhörgerät oder so kleben würde. Sowas hat Shinra gar nicht. Der gute Direktor war schon immer der Meinung, dass Größe einfach besser ist. Hört euch nur diesen Schoßhund und seine Geschichten über Papa Shinra an. Könnt ihr Kelsis Katze bitte? Sicher auch eine große. Die sind aber auch alle jetzt nicht so... Ach, egal. Ist okay. Er hat uns die ganze Zeit geholfen und ich weiß halt einfach nicht, was das Problem ist. Okay. Los! Jetzt nachsetzen! Ein Ende! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gut. Nein, hier geht's weiter zu der Stadt. Dorf. Wie auch immer. Ich will's nicht wissen, was das war. Also doch, eigentlich will ich schon wissen, aber ich habe irgendwie Angst vor der Antwort. Was ist das? Das sieht lebend aus. Clown, wusstest du, dass Waldschokobos Pilze als Sprungbrett nutzen? Nein, aber ich habe kein Schokobo. Ich hab kein Schokobo. Na also, jetzt ist es bis Gongaga nicht mehr weit. Dann nichts wie hin. Auf riesigen Kohldamm. Ich hoffe, du magst Pilzpfanne. So, 99 Meter noch. Ein süßes Dorf. Oh. Seht mal. Gonga-Pilze. Und gleich so viele auf einmal. In Midgar kosten die ein kleines Vermögen. Aber hier wachsen sie überall. Verstehe. Was habt ihr hier zu suchen? Alter, siehst du aus wie Elise aus Assassin's Creed Unity. Aber du... Was ist? Vergiss es. Hab dich mit jemandem verwechselt. Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und was ihr hier wollt. Wie Mitglieder des Forschungstrupps seht ihr nicht aus. Wir wollen den Reaktor sehen. Besichtigen, meine ich. Psst. Verstehe. Oh. Dann willkommen in Gongaga. Ich bin Sisney, Chefin der Jugendwehr. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber wir bewachen das Dorf. Zurück auf eure Posten. Ma'am! Von dem Hügel aus könnt ihr den Reaktor gut sehen. Da ist auch die Gedenkstätte. Besten Dank! Ist das die Stimme von Saya aus Sailor Moon? Damit können jetzt bestimmt einige nichts anfangen. Ich meine 90er übrigens, Leute, 90er. Was haben wir denn hier? Ein schwarzes Brett. Da ist ein Klavier. Das ist natürlich das Wichtigste hier, das Klavier. Oh, Schokoboladen! Ich und mein Schokobo und ich. Ich lasse mich mal ausgeblendet. Unser Dorf ist ein ruhiger und friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Okay, das verstehe ich. Ihr habt schöne Blumen hier. Die Natur ringsum schützt uns. Allerdings sorgt sie auch dafür, dass wir kaum Besucher bekommen. Ich weiß nicht, wann sich zuletzt jemand hierher verirrt hat. Naja, wir haben uns nicht verirrt. Wir wollten ja speziell zu euch. Also, ne? Oh mein Gott, ist das schön hier. Aber auch irgendwie traurig. Hm?
Mädchen, mach's einfach. Den Toten gedenkt man. Vielen Dank. Was ist das? Vor 3 Jahren ist der Reaktor hier explodiert. Die Anlage war hoffnungslos veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Wir reden von Shinra. Typisch Shinra wieder. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet. Sieht denen gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt, nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern! Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Nutzt es ruhig. Na, das Angebot nehme ich gerne an. Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Eine Pause würde dir auch gut tun. Sorry, Leute. Ich glaube, er hat nicht gemerkt, dass ich im Aufnehmen bin. Pilze zu erkennen ist eine Kunst. Nimm zum Beispiel die Giftpilze, die dem Gonga-Pilz exakt gleichen. Ich und meine Nase können sie aussortieren. Aber du? Gelingt dir das auch? Erkennst du, welcher davon ein Gonga-Pilz ist? Warte mal, ich habe das doch bei Siscake gesehen, oder? Oh Gott. Ich weiß es nicht, Leute. Puh. Welcher ist denn der Gonga-Pilz? Ich glaube, entweder... Welcher ist denn... Ich glaube, der hier... Nee, ich glaube, der war lilana. Oder war er rosaner? Ach komm. Der rechte. Richtig. Die echten sind leicht an ihrem Geruch zu erkennen. Oh, wir sind jetzt auch best... Nein, es ist schlecht, Best Friends mit ihm zu sein. Scheiße, es bringt meinen Plan für Tifa jetzt wieder ein bisschen durcheinander, aber ich müsste eigentlich relativ viel Vorsprung haben. Sehr schlecht, Leute, sehr schlecht. Wartet mal. Naja, was soll's. Wird schon hinhauen. Wo will ich eigentlich hin? Ich habe gerade keine Ahnung. Lass uns mal zu dem Klavier gehen. Mal schauen, welches Stück wir hier spielen könnten, wenn wir wollten. Oh, Tifa, was machst du da? Hey, Tifa. Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Pilaf? Was ist denn das bitte? Du kennst das nicht? Das ist Reis, der mit Brühe aufgekocht wird. Am besten probierst du das mal selbst. Ich bin mir sicher, dass es dir schmecken wird. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich bin verunsichert. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Gonga-Pilze sind die Spezialität unseres Dorfes. Seine Gerichte nach Lust und Laune mit Gonga-Pilzen würzen zu dürfen. Was für ein Luxus. Hm.
Ah, ihr Lieben. Ich werde gleich mal einen Cut reinmachen. Ne? Nicht schlecht. Ich lasse mich mal eben ausgeblendet. Ich will einmal wissen, welches Klavierstück. Chincho de Chocobo. Das probieren wir mal kurz, Leute. Schlimm kann es schon werden. Ich sollte eigentlich nichts machen, was mich noch mehr verkrampft wegen meinem Nacken, aber hey. Oh, das ist ein schwieriges Stück, ne? Kann nur schrecklich werden. Ich bemühe mich aber, Leute. Scheiße, ne. Verhunzt das gerade enorm. Oh, das war voll versaut. Ja, ist okay. Irgendjemand klatscht noch, ist okay. Na gut, ihr Lieben, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein!